bremst er sich einfach noch ein bisschen mehr. Also über mehr Gas geht sogar ein bisschen mehr. Ja, Mensch, das macht Spaß da. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoferie, heute aus dem schönen Österreich, um genauer zu sein, Kitzbühel. Und wir sind hier, um euch dieses Fahrzeug vorzustellen. Das ist der neue Ford Bronco. Für diejenigen, die im Kopf jetzt direkt ein kleines Bing, Bing, Bing gehört haben, Ford Bronco, das kenne ich doch irgendwoher. Richtig, 1966, Ford Bronco, Verkaufsschlager schlechthin. Jetzt hier neu aufgelegt, dementsprechend auch von dem Oldschool-Modell inspiriert, aber zum Beispiel auch von so Fahrzeugen wie dem Ford Mustang. Und ganz, ganz groß geschrieben ist, dass es sich bei diesem Fahrzeug um ein GOAT handelt. Im Prinzip übersetzt um ein Fahrzeug, was wirklich überall hinkommt. Ein All-Terrain-Fahrzeug, nix schicker City-SUV, da steckt richtig was drunter und der ist sehr, sehr praktisch. Und nicht nur, weil er wie zum Beispiel so viel Kunststoff hat, sondern weil man viele, viele Teile super easy sauber machen kann und sogar austauschen kann. Wir schauen jetzt erstmal aufs Design. Wir waren mit dem Kerlchen schon mal ein bisschen Offroad unterwegs. Dementsprechend ist es aber auch nicht mehr das Sauberste. Ich finde, es steht ihm auch richtig gut, so ein bisschen Schmutz zu tragen. Und was ihm auch richtig gut steht, ist die Farbe. Ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan von Grün. Vor allen Dingen, wenn es so in Waldgrüntöne geht. Und tatsächlich changiert der in der Sonne zwischen hellgrün und auch dunkles Wald- oder Tannengrün und man hat einen schönen Mix. Ihr könnt euch natürlich auch für eine andere Farbe entscheiden, wenn euch das mehr anspricht. Ich fand zum Beispiel Grau auch sehr schön, weil wir ja sehr viel Schwarz haben und das dann immer so ein schönes Wechselspiel ist. Aber Grün hat definitiv auch was. Und wenn wir jetzt gerade schon den Blick hier vorne haben, der Grill ist natürlich Statement, nicht zuletzt, weil der eigentliche Name so richtig mit eingelassen wurde und dann auch noch weiß abgesetzt wurde. Die Scheinwerfer links und rechts sind dann für mich tatsächlich so ein bisschen oldschool, nämlich so richtig runde Kulleraugen. Lediglich diese waagerechte in der Mitte, die das Ganze aufbricht, hat dann wieder so was Modernes. Und unten, was soll ich sagen, es ist halt total funktional. Dementsprechend haben wir auch Abschlepphaken vorne wie hinten, ihr werdet es gleich sehen. Und der absolute Oberhammer für mich ist, dass man Teile wie dieses zum Beispiel austauschen kann. Und zwar easy peasy lemon squeezy, sodass, wenn man doch mal im Offroad-Gelände ein bisschen übertrieben hat oder angedutscht ist, sich nicht groß ärgern muss. Und das nicht nur hier vorne in dem Bereich, sondern tatsächlich auch an der Seite, wer kennt's, Radläufe sind ein großes Thema, aber auch gleich am Heck. Wer hat nicht schon mal den Moment, zumindest von irgendjemandem aus der Familie gehört, dass man mal irgendwo angeditscht ist? Also das ist im Alltag auch nicht so selten. Und da müssen wir uns im Prinzip auch keine Sorgen drum machen. Und wenn wir den Blick hier gerade schon haben, ihr könnt euch entscheiden zwischen 17 bzw. 18 Zoll beim Ford Bronco. Sehr wichtig, wir kriegen natürlich immer All-Terrain-Reifen. Alles andere macht hier auch einfach keinen Sinn. Und ich finde, dementsprechend spielt die Felgengröße auch nicht wirklich statementmäßig eine Rolle. Aber hey, ihr habt die Wahl und es ist irgendwie ganz cool. Was ich übrigens auch ganz cool finde, ist, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, was zum Beispiel das Dach angeht. Man kann sogar im Zubehör ein passendes Dachzelt kaufen, beziehungsweise hat man die Möglichkeit, Teile vom Dach abzubauen. Selbst, ich rede immer von selbst. Man hat die Möglichkeit, die Türen selber zu entfernen. Ob das im Straßenverkehr wirklich so erlaubt oder gar clever ist, möchte jetzt mal dahingestellt sein. Aber man kann es in wenigen Minuten mit einem handelsüblichen Tool. Ich finde, dass das geht, ist also mindblowing, ganz ehrlich. Von welchem anderen Fahrzeug wisst ihr das? Wenn ja, bitte mal unten in die Kommentare. Und ich rede von normalen Straßenfahrzeugen, nicht irgendwelchen Strandbuggies, ne? Und gerade von hinten, finde ich, sieht man die Designsprache, die ich kurz und knapp als quadratisch praktisch gut bezeichnen würde, auch wenn dieser Slogan ganz woanders her stammt. Ich muss auch sagen, ich bin total der Fan vom Ersatzrad. Ich mag das, nicht nur, weil es super praktisch ist, sondern auch, weil es irgendwie ein Look ist bei so einem Fahrzeug. Generell, ihr seht es auch, wir haben super kurze Überhänge. Alles ist wirklich auf Funktionalität ausgelegt. Ihr seht außerdem, wie vorhin schon erwähnt, hier hinten haben wir auch Abschlepphaken. Und als ob dem nicht genug wäre, haben wir tatsächlich auch einen sehr praktischen Kofferraum. Der lässt sich so öffnen. Und zugegebenermaßen, das ist für die City nicht so praktisch. Denn ganz ehrlich, wer hat da schon einen, und das hört gar nicht mehr auf, merkt es, wer hat da schon einen
Parkplatz, wo hinten noch mal so anderthalb, zwei Meter sind. Nee, das ist nicht praktisch, ich gebe es zu. Aber dieses Fahrzeug ist auch nicht für die City gedacht, an diejenigen, die jetzt dazu was sagen möchten. Dann klappt man die Scheibe hoch und da hat man einen mega Kofferraum. Quadratisch praktisch gut. Jedes Paket, jedes Gerät kann ich da einfach so locker durchschippen. Und selbstverständlich kann ich die Sitze auch umklappen. Was geht hier eigentlich nicht? Ja, und an dieser Stelle sieht man auch direkt, wir haben hier so einen richtigen Überrollbügel, so einen richtigen Käfig, der mit ins Fahrzeug eingelassen wurde. Warum ist es so? Ja, weil wir hier das Dach abnehmen können und trotzdem bleibt es natürlich sicher. Praktisch auch, wir haben überall Verzur- und Verspanngurte beziehungsweise auch 12 Volt, um zu laden. Also es ist tatsächlich auch richtig easy möglich, mit dem Campen zu gehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Dachzelt ist eine Option. Es gibt aber noch viel mehr Gimmicks, die ihr bei Ford erwerben könnt. Schaut euch das mal an, wenn ihr euch für den Bronco interessiert. Dann sieht der Bronco nicht nur so aus. Und Larissa hat schon mehrfach gesagt, es ist definitiv kein City-SUV. Es ist ein Fahrzeug, das gemacht ist für einen Zweck, den wir auch hier einmal ausprobiert haben. Und deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht. Nämlich schmutzig. Und ganz ehrlich, so sieht er, glaube ich, auch mit am besten aus. Dann haben wir einen 2,7 Liter V6 Benziner EcoBoost mit 335 PS. Also ganz ordentlich für die Maschine. Und er wird... Ich glaube sogar, wenn man beim Händler gut steht, kann man ihn schon bestellen oder vorbestellen. Ende 2023 in Europa eingeführt. In limitierter Ausgabe, in viertüriger Fassung, nicht als Zweitürer und nur auf dem Left-Hand-Drive-Markt. Heißt nur, wo das Lenkrad links ist. Und ja, dann geht es über die optischen Geschichten auch nochmal so weiter mit dem Rahmen, mit dem Antrieb. Wir haben hier selbstverständlich Allradantrieb, wir haben hier selbstverständlich ein zweistufiges Verteilergetriebe, das heißt auch mit Low-Range-Übersetzung. Und wir haben neben einer Differentialsperre hinten auch eine vorne, die kann man super easy steuern. Und wir haben auch so coole Kniffe, ein ziemlich cooles Gimmick, was ein Rad hinten einfach mal abbremst und den Wendekreis im Gelände sehr, sehr, sehr klein macht. So, dann haben wir hier noch matschigeren Untergrund. Das heißt, wir machen jetzt hier mal das hier. Okay, Trail Turn Assist. Ja, also ich merke, er bremst. Ja, dreht sich einfach so. Also. Könnt ihr sagen, das kann ich den ganzen Tag machen. Allerdings wird mir schon ein bisschen schwummrig. Können wir auch noch mal andersrum machen. So, dann macht er nämlich zack, macht er nämlich die Bremse auf. Und dann zack, macht er die Bremse zu. Wenn man ein bisschen Gas, bremst er sich einfach noch ein bisschen mehr. Also über mehr Gas geht sogar ein bisschen mehr. Ja, Mensch, das macht Spaß da. Ja, gleich nur hier vorne. Also das ist übersichtlich gemacht Deluxe. Das heißt, ich habe da oben alle meine Offroad-Knöpfe. So, hier sind wir da. Das heißt, hintere Sperre, vordere Sperre. Zack, zack. Ihr seht es auch direkt mal im Display. Und dann kann ich jetzt hier mal rüberrollern. Ganz entspannt, langsam. Also die Kamera zeigt mir auch genau, wo ich bin. Dann habe ich auch meine Hookpoints da vorne, wo ich bin. Sehr angenehm, hier drüber zu fahren. Weil ich glaube, wir haben auch vorne den Swaybar Disconnect. Das heißt, die vorderen Räder haben keine Verbindung mehr zueinander.
und hängen dadurch nicht so viel in der Luft und primär auf dem Boden. Ui, das war ein bisschen sportlich. Also fährt sich super komfortabel hier durch. Auch mit dieser Kamera, also mit dieser Ansicht. Da kann man nichts verpassen. Ich sehe nur Himmel im Moment, aber dadurch, dass ich da meine Kamera drin habe, sehe ich genau, wo ich hinfahre. Also der Einsatz von Kameras war schon eine schöne Sache. Sonst würde ich nämlich auch gar nicht sehen, dass es da vorne plötzlich wieder runter geht. Ich kann da, also natürlich kann man da auch Bergabfahrhilfe und so weiter anmachen, aber man kann dann mit der Bremse super fein dosieren. Und wir kommen da easy drüber, ohne dass du irgendwo aufsetzt oder sonst was. So. Die Übung ist jetzt, in der Matsche sich festzufahren und dann einfach wieder hochzufahren. Können wir zweimal machen. Also so. Zack. Bremsen, fest. Und dann leicht durchdrehende Räder, aber das war es auch schon. Fährt da ganz locker hoch. So, dann können wir genauso hier Schrägfahrt einmal machen. So, wir sind sogar noch ein bisschen weiter hoch. Dann muss ich mich sogar ein bisschen im Sitz ein bisschen gerade machen. Rollt er hier ganz easy durch. Fraglich, ob er noch ein bisschen mehr könnte. Ich würde mal tippen, das sind irgendwo so 30, 35 Grad. Wahrscheinlich eher näher an 30. Festzufahren, so next level. Ja. Fühlt sich schon matschiger an. Nee. Macht er trotzdem einfach so. So, ihr Lieben, kurzer Zeitsprung. Ihr merkt, es ist ein anderer Tag. Wir sind ein bisschen anders angezogen. Wir schauen uns heute jetzt den Innenraum an. Und auch der steht wieder im Zeichen von Funktionalität und Robustheit. Dementsprechend haben wir hier bewusst ausgesuchte Materialien, die vor allen Dingen wipeable und easy to clean sein sollen, sowie lange haltbar. Nun können wir nicht 10 Jahre in die Zukunft gucken und schauen, wie sich das so wirklich umsetzt. Aber ich muss sagen, es gibt hier keine Flächen, wo ich denke, oh, da komme ich nicht dran oder das kann ich nicht sauber machen. Und gestern hat der Bronco ja auch gelitten und ist sehr sauber zurückgekommen. Die einzelnen Knöpfe haben zum Teil auch so Silikonüberzüge, damit auch da das Reinigen einfacher ist. Und ich finde die Idee dahinter einfach auch cool. Was ihr außerdem überall seht, gerade wo der Fabian da schon so filmt, sind Haltegriffe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch froh, dass es die gibt. Denn der Bronco ist doch ein bisschen höher und ich habe noch nicht so ganz meinen perfekten Einstieg gefunden, beziehungsweise ohne die Haltegriffe steige ich momentan noch nicht ein. Wir haben ansonsten schöne Ledersitze, die primär einfach bequem sind und genau das passt auch zum Bronco. Dazu ein paar Ziernähte, die dann auch wieder das Gelb, was ihr zwischendurch immer mal im Innenraum seht, wieder aufgreifen. Im Übrigen sind draußen diese Vintage Bronco Aufkleber aufgefallen. Die sind ja auch mit so einem Gelbton. Und was außerdem immer wieder auffällt, ist das kleine Bronco-Pferdchen, das hier so wild umherspringt, das Wildpferd. Das seht ihr überall wieder, zum Beispiel auch am Lenkrad, aber
auch im System, sprich als Begrüßung kommt dann auch das Pferdchen daher. Also es wird schon immer und immer wieder aufgegriffen. Und wenn wir bei dem Thema schon sind, 12 Zoll Touch-Display mit Sync 4 und Over-the-Air-Updates inklusive Apple CarPlay, Android Autos sind immer mit dabei. Außerdem haben wir hier noch ein weiteres Display und zwar unsere Instrumententafel. Die ist zum Teil so links, wenn ihr das sehen könnt, auch vom alten Bronco noch inspiriert. Die misst dann 8 Zoll und ist ein TFT-Display. Und so modern das Touch-Display auch ist, Funktionalität steht ja hier groß geschrieben und geht allem fort. Dementsprechend haben wir noch viele haptische Knöpfe, zum Beispiel hier oben für die Achsen bzw. generell alles Wichtige lässt sich auch weiterhin per Knopfdruck bedienen. Nicht zuletzt auch die Tatsache, dass wir hier zum Beispiel die Sachen wie die Fenster elektrisch verstellen können. Tatsächlich befindet sich an den Türen selbst nur die Verriegelung. Also das ist das Einzige und ich nehme an, auch weil es ein Sicherheitsfeature ist, einfach dort angebracht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Türen sind abnehmbar und das ist eben der Beweis dafür, dass man dann nicht gleich etwas verliert beziehungsweise auch gar nicht erst viel Elektronik in die Tür reingesetzt hat, damit das alles so simpel wie möglich bleibt. Und hier oben seht ihr außerdem noch weitere Knöpfe. Nämlich die zum Nachrüsten bzw. Anbringen. Ich habe ja gesagt, es gibt noch einiges, was man im Bedarf dazu holen kann. Ich glaube, da sage ich euch ein, zwei Beispiele gleich mal während der Fahrt noch. Und ich würde sagen, jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, wie praktisch das ist und wie easy das ist und wie man alles hier so schnell ausbauen kann. Wir machen das jetzt direkt. Fabian ist skeptisch. Fabian guckt skeptisch, aber wir machen das jetzt direkt. Ich habe sehr lange Krallen. Okay, also hier muss ich ziehen. Okay, das war easy. Der ist zum Drehen. Ich sitze auch auf meiner Jacke ganz blöd gerade. Zack, das geht aber. Auch mit langen Krallen. Lange Krallen sind übrigens nicht so praktisch. Zack, oh Gott. Huh. Es ist ab. Es ist ab. Ich könnte es runternehmen. Es war easy. Ich muss sagen, das war jetzt super easy. Ah, wie lustig. Und diese zwei Teile hier, die vorderen, die lassen sich auch easy im Wagen dann noch verstauen. Also die finden locker Platz. Das hintere Teil hingegen, das ist dann schon deutlich größer und muss dann anderweitig irgendwie verstaut werden. Ich finde es ganz cool. Wer braucht eigentlich ein elektrisches Schiebedach, wenn man einen Bronco hat? Ist total unnötig geworden. Ich finde es cool. Ich mag's. Nächstes Thema, Ablageflächen. Da beginnen wir einfach mal hier in der Mittelkonsole. Dort haben wir nämlich direkt auch eine induktive Ladeschale, die extra tief hineingeht und selbst bei Offroad-Geländefahrten das Telefon weiter laden und auch festhalten soll. Ihr seht aber, es gibt außerdem noch die Möglichkeit, über USB bzw. USB-C zu laden und das Ganze auch wieder schön zu verschließen und zu verstauen. Direkt dahinter befinden sich dann die zwei Cupholder. Und wir haben unter der Armlehne auch noch Platz, und zwar gar nicht wenig, inklusive diesem kleinen Fach, was wir verschieben oder aber auch rausnehmen können. Ich tue mal wieder meine Hand rein. Schwupp, weg ist sie. Und wir haben auch noch mal die Möglichkeit zu laden über den klassischen 12-Volt-Anschluss, den man früher immer so gerne benutzt hat. Also das gibt es auch noch. Wir haben ein ganz klassisches Handschuhfach. Das sieht so aus. Tada! Und wir haben nicht den klassischen Platz in den Türen, sondern an dieser Stelle ein paar Netze. Die sind jetzt natürlich schmal und ihr seht, dass jetzt in unser Fall nur so ein bisschen Papierkram drin. Ich habe aber gestern auch meine Wasserflasche da drin untergebracht. Also das geht auch. Es wird schon noch festgehalten. Jetzt sagt man, oh, das hat aber dann ein bisschen wenig Platz. Finde ich jetzt gar nicht unbedingt, denn wir haben da oben noch einige Ablagemöglichkeiten, inklusive Lademöglichkeiten. Das finde ich halt auch ganz cool. Schaut mal, das ist kein 12-Volt-Anschluss, das ist auch nochmal USB-C und USB-A. Und gerade im Stand oder wenn man das Auto dann doch zum Camping benutzt, ist das eine super Möglichkeit, um noch Kleinigkeiten unterzubringen. Und die haben dann auch verschiedene Rillen und Vertiefungen und so gemierte Oberflächen an der Stelle. Weiter mit dem Fond, Tür geht weit auf und wenn sie mal stören sollte, baut man sie einfach ab. Und so, also komplett angenehmer Bereich zum Einladen. Ein Schick ist ein bisschen höher und oh, dann haut man sich da oben die Birne so ein bisschen an. Und einmal kurz hier den da nach oben. So, hinter meiner Fahrposition von 1,80 Meter ist es ein bisschen knapper. Knapp halbe Fingerlänge Platz. Und wenn man jetzt größer wäre, ist es auch nicht so angenehm, denn da ist so ein relativ hartes Kunststoffteil dazwischen. Das ist alles etwas robuster, aber nach oben hin habe ich gut 4 Finger Platz. Und sollte das da hier stören, lasse ich es einfach in der Garage. Von den Materialien hier oben, oh, sogar leicht weich, aber es ist natürlich alles irgendwie auch ein bisschen robuster. Hier auch noch mal ein bisschen leicht weich.
Und wir haben hier hinten die Netze, wo man problemlos, glaube ich, eine 1 Liter Flasche reinquetschen kann. Dann ist das Fahrzeug allradbetrieben, heißt, wir haben einen sehr großen Mitteltunnel und eine weiche Sitzfläche. Er hat das Rückanteil und ich bin fast im Dachhimmel drin. Also hier in der Mitte ist auch nochmal so eine Strebe, geht gerade noch so die Handfläche dazwischen. Aber es würde zu dritt ausreichen und das ist mal eine süße Armlehne im Vergleich zum Rest des Fahrzeugs mit zwei sehr großen Becherhaltern. Und dann haben wir hier in der Mitte die Steuerung für die Fenster einmal und USB-A, USB-C wieder, sowie eine Steckdose, die im Moment noch eine amerikanische 110 Volt ist. Fraglich, ob und wie da für das komplett europäische Modell vielleicht noch eine 230 Volt Steckdose reinkommt. Was man ja direkt merkt, ich meine, ihr werdet später sehen, wir fahren später Offroad. Wir haben aber mit dem Wagen in Offroad gestartet. Mhm. Dann fährt man auf die Straße raus und merkt, ja, in dem anderen Gelände fühlt er sich wohler. Es ist definitiv ein, der ist dafür gemacht. Es ist ein Offroad-Fahrzeug. Ja. Man kann damit auf die Straße, aber man merkt direkt, das ist nicht sein Entwicklungsmetier. Nee, es ist alles so ein bisschen ruppiger auf der Straße. Man merkt hier die All-Terrain-Reifen mehr. Ja. Es ist immer noch, es ist super komfortabel, ja. Mhm. Aber man merkt zum Beispiel das Dach, was super praktisch ist für die 3 Sommertage in Deutschland, zum mal schnell abnehmen, dass das natürlich auch ein bisschen Kompromiss ist zu einem komplett festen Dach. Mhm. Das heißt, wir haben definitiv mehr Windgeräusche, nicht unbedingt wegen den großen Ohren, sondern halt eben auch wegen dem Dach. Es ist wunderbar dicht und alles. Aber generell diese kastenartige Form trägt natürlich auch dazu bei, dann, ne? Dass es alles ein bisschen lauter und ruppiger wird. Ja. Es wird laut. Es wird direkt lauter. Es hat teilweise mit der Klima, die ein bisschen mehr bläst, zu tun. Aber es ist ein Offroad-Fahrzeug. Es ganz klar. Was man auch daran merkt, an den Teilen, die hier alle verbaut sind. Also unter anderem nicht nur die austauschbaren Radläufe, sondern auch die Stahlplatten, die im unteren Bereich drin sind. Mhm. Motor, Getriebeschützen und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch allen Heckmeck fürs Gelände noch mit dabei, weil das hintere Achsdifferential ist Serie und das vordere Achsdifferential kostet optional. Aber es gibt auch den vorderen Sway Bar Connect oder Disconnect eher, den wir auch mit dabei haben, wo man, wenn man sich beide Videos von hier anschaut, einen Unterschied feststellen sollte bei der Verschränkung. Dann habe ich euch ja gesagt, dass es noch ein paar Sachen aus dem Zubehör gibt, die man dazu kaufen kann. Dann nenne ich euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Lichtbar für Dach und A-Säulen, beziehungsweise bei den A-Säulen dann Spots. Dann habe ich schon gesagt, es gibt ein Dachzelt, es gibt aber auch ein Rear-Zelt und es gibt auch einfach so eine Sonnenmarkise, die man kaufen kann. Neoprensitzüberzüge für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen Wassersport machen und Roof Rails sowie passende Boxen dafür. Also damit man im Prinzip noch mehr Gepäck mitnehmen kann. Woran man vielleicht auch merkt, es ist ein ganz klarer Offroader. Ich kann hier während der Fahrt einfach mal von Zweirad in Vierrad schalten, je nachdem, welchem Mode ich bin. Beziehungsweise er macht es auch relativ einfach, heißt, er koppelt auch so ein bisschen die verschiedenen Fahrmodi, von denen es zig gibt, ich glaube 7 insgesamt, direkt an den Allradantrieb. Das heißt, ich gehe jetzt auf Bayer und er schaltet direkt den 4x4 und er wird auch dermaßen laut. Als ob jemand die Dämmung rausschmeißt währenddessen. Aber dazu glaube ich dann mehr noch im Offroad-Gelände, weil wir haben hier viele Kniffe, die ihn, und jetzt schaltet er wieder zurück in 2H. Gut, die Low-Range-Untersetzung, dafür muss ich kurz anhalten, aber alles andere kann ich während der Fahrt einfach verstellen. Könnte man ja vielleicht sagen, wie sieht es denn mit dem Verbrauch aus? Mhm. Muss man aber auch sagen, das ist so ein bisschen nebensächlich bei dem Auto. Das ist richtig. Wer jetzt hier irgendwas unter 7 Liter erwartet, der hat definitiv nichts von dem Auto zugehört bisher. Denn es ist nicht nur eine Box, sondern hat natürlich auch einen typisch amerikanischen Motor drin. Deswegen sind wir hier im Durchschnitt von, ich nehme jetzt mal, also ich habe ihn nicht genullt, dementsprechend nehme ich mal einen Durchschnitt von der ganzen Veranstaltung, was heißt hier Überland, vielleicht war jemand auf der Autobahn, ich tippe mal nicht, und Gelände 13,5 Liter. Damit muss man schon rechnen. Es ist ein Arbeitstier. Es ist ein Arbeitstier. Dafür kennt man damit keine Grenzen. Man hört es vielleicht auch hier irgendwo. Manchmal knackt es ein bisschen, aber es macht auch ein bisschen den Charme aus. Also es ist okay auf der Straße, aber irgendwie habe ich auch selber jetzt nochmal das Bedürfnis, wieder in den Stein hochzufahren.
Man kann damit sicherlich auch einkaufen fahren, aber... Könnte man? Man fühlt sich auch als Fahrer stetig ein bisschen fehl am Platz. Man muss schon hier irgendwo rechts, links, weg. Woran man sich beim Fahren ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass links der amerikanische Spiegel ist. Ich nenne den immer Zoom-Spiegel, weil man eigentlich nichts sieht. In keine Richtung. Rechts ist aber ein relativ normaler. Aber da steht dann der schöne Sticker drin. Objects in mirror are closer than they appear. Ja. Und die Amerikaner, das also zwei verschiedene Spiegel. Warum auch immer. Aber ich habe schon gehört, im Zubehör gibt es, also was heißt im Zubehör? Es gibt die Möglichkeit, den Spiegel umzurüsten. Ich weiß nicht, ob es offiziell die Möglichkeit gibt, aber es gibt die Möglichkeit, wo auch immer man das bestellen muss. Ja. Dann fassen wir nochmal zusammen. Mhm. On-Road ja. Geht. Man merkt klare Unterschiede zu dem anderen Fahrzeug, was wir heute hier fahren konnten. Aber muss auch ganz klar sagen, er fährt sich besser als andere Fahrzeuge seiner Klasse. Wobei es da, glaube ich, eigentlich auch nur ein oder zwei noch gibt, die ähnlich extrem aufgebaut sind. Offroad-Performance hingegen ist wirklich beeindruckend. Also wir haben den Wagen, ich würde sagen, nicht ansatzweise gefordert. Wäre es da jetzt noch komplett matschig und verregnet gewesen, dann wären wir vielleicht in den Bereich gekommen, wo wir mal gesagt hätten, jetzt könnte es interessant werden, aber das Auto hat wahrscheinlich immer noch drüber gelacht. Und die ganze Technik hier, die macht es einem wirklich extrem super einfach. Easy. Guck mal, die Steige, die hat er einfach so gepackt, obwohl es da schlammig war, ist er da hoch, hat gelacht und ist weitergefahren. Ja. Dann haben wir Verschränkungen gemacht. Das war wirklich super easy mit dem. Also, weil wir hier eben auch den Disconnect vorne haben, was eine Option ist mit diesem kompletten. Also wir haben einmal HOSS 1.0, das High Performance Offroad Suspension Stability System, glaube ich, heißt es insgesamt. Also prinzipiell das Fahrwerk. Und das gibt es sowieso Serie mit langem Federweg, also dass auch garantiert nichts passieren kann. Und dann optional noch mit der Vorderachssperre und dem Sway-Bar Connect und Bilsteindämpfer, glaube ich, sind das dann rundum, was wir hier drin haben. Und gerade bei den Verschränkungen. Also es sieht auf der Kamera leider so unspektakulär immer aus, aber es war schon wirklich krass. Also das Fahrzeug ist aber das heißt, an einer Stelle so richtig gekippt. Da ginge noch viel mehr. Ja, da ginge noch mehr. Also man muss, glaube ich, schon wirklich suchen, bis man dann irgendwo in Regionen reinkommt, wo man nicht mehr vorwärts kommt. Und dann hast du noch den Wendekreis. Den Wendekreisverkürzer. Ja. Wobei man da sagen muss, auf matschigem Gelände ist das also so richtig schlammig, da merkt man, was da möglich ist. Mhm. Weil er zupackt und eigentlich dann da so rumdreht. Wenn das ein bisschen gerölliger ist, ist es immer noch ein kleinerer Wendekreis, aber man merkt natürlich schon ein bisschen mehr. Und dann ist vielleicht die finale Frage, wir sind jetzt nur den großen Motor gefahren. Wenn ich jetzt die technischen Daten richtig gesehen habe, kommt auch der Vierzylinder wohl noch nach Europa. Aber ich würde schon sagen, wenn schon, denn schon. Von der Leistung her machen die keinen großen Unterschied. Aber ich denke, vom Durchzug werden die einen großen Unterschied machen. Und ich glaube, in diesem Fahrzeug ist es besser dann zu sagen, ich habe einen großen Motor mit ein bisschen mehr Reserven als einen kleinen Motor, der dann mehr oder weniger schon voll ausgereizt ist. Und wenn ich dann anhängen möchte, zuladen möchte, schneller an seine Belastungsgrenze rankommt. Als wenn ich den großen Motor habe, der dann einfach sagt, gib mir, mach, packt schon. Weil jetzt lauter. Mhm. Mach nochmal die Klima aus. Die ist, also die ich habe auf 1. Das ist alles Windgeräusch. Ja. Bei knapp 100. Keine Klima. Keine Klima. Beschleunigung ist im Allrad gleichmäßiger. Oh, das war's. Also die, auch die Bewegung. So. Ja. Ne? Gegenüber. Wir können das einfach mal umschalten. Ist ja kein Thema. Ja, das ist so ein bisschen ruppiger. Ja. Und du merkst, dass er sich so ein bisschen bäumt. Ja. Das bockige Pferd. Wenn du Allrad machst, halt gleichmäßiger. Ja. Ne? Ganz ehrlich. Brauchen tun wir ihn ja nicht wirklich. Aber es hat schon was Verlockendes, in einem Auto zu sitzen und einfach die Möglichkeit haben, jederzeit rechts oder links vom Weg abzuweichen und die Gefahr stecken zu bleiben, ist
definitiv bei unter 5%. Also für alle, die regelmäßig ins Offroad-Gelände fahren, ist das hier wirklich genau das Richtige. Für alle, die damit nur in die Stadt Ausflüge planen, ich glaube, ihr seid mit einem anderen Auto deutlich besser beraten. Denn der Name Bronco kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ein zu zähmendes Pferd und das kriegt man definitiv nicht in der Stadt gezähmt, sondern mehr oder weniger nur in so einem Gelände wirklich schön ausgeritten. Das war's auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem neuen Ford Bronco. Was sagt ihr? Was sagen vielleicht auch diejenigen unter euch, die den alten Ford Bronco noch kennen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen wie immer mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns wirklich sehr über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen und ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram folgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!